Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind wieder auf einem Planeten, aber in einem anderen System. Ich habe ja schon ein bisschen was aufgesammelt, weil hier gibt es 7 Biosignale, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Und Fungoida, endlich, die mal beim letzten Mal auf dem Planeten umsonst gesucht haben. Hier habe ich jetzt, ich wollte eigentlich Conjure, eigentlich. Aber das erste, was mir aufgefallen ist, ist mal jetzt halt das hier. Und das ist doch sehr wahrscheinlich eine Fungoida Stabis. Rosa, rot, keine Ahnung. Irgendwie so. Oder Stabitis oder irgendwie so. Fungoida Stabitis. Ja, genau. Magenta. Okay. Nett, dass ich so die Telekom beschwert. Oh, guck mal hier. Nett, vielleicht irgendwo heute können wir dann eventuell. So, ja, das ist besser. Haben wir auch den anderen Planeten, einen anderen Mond hier noch mit auf dem Bild. So, und ich würde sagen, Okomolinde ist direkt. Okay. Was sind da noch davor? Keine Ahnung. Flieh mal hin. Da laufen wir jetzt nicht hin, das ist vielleicht ein bisschen weit und jetzt SAV auspacke, ich weiß nicht. Moment, wo war denn das? Ich hab gerade drin. Und was bist du? Ach, das Kaktoida. Stimmt, ach, kann ich euch dann auch gerade mal zeigen, eventuell. Die habe ich schon ihn gesammelt. Eigentlich müsste das reiche, weil wenn ich das jetzt nicht verwechsle, muss man bei Fungoida auch nicht so furchtbar weit fliehen, fahren. Ja, guck mal, das ist doch schon grün. Jaha! So, nimm mal die Erschböchte hier. Guck mal, wie porös die Dinger sind. Kann man die abbrechen und snacken. So, wunderbar. Dann, mal ganz kurz hin. Zeige ich euch die Dinger mal schnell. Boah, wie hieß es denn nochmal? Kaktoida Cortexis. Irgendwas mit Cortex. Ah ja, die Fungoida hier 2,6 Millionen. Ja, passt. Genau, die Dinger hier. Auch sehr selten gehabt. Das sieht doch dann schon eher wie Kaktus aus. Blüht auch schön. Genau, das sind die Dinger. Haben wir aber schon. Bakterie habe ich schon ihnen gesagt und Tussock. Allerdings war das Wald- und Wiese-Bakterie, Wald- und Wiese-Tussock mit jeweils 1 Million. Also nicht so. Aber dort war es halt einfach zu finden. Genau, jetzt sind wir halt bei Fungoida und wenn wir Glück haben, finden wir hier auch noch Conjure. Das wäre natürlich super. Wir müssen noch scannen, die Dinger hier. Den richtigen Codex-Eintrag brauche ich noch. Und was haben wir hier? Frutexa, interessant, sehr schön. Das ist ja gut. Jetzt müssen wir nur noch ein zweites Lager von deiner Fungoida finden. Und, oh, hier mal Conja, sehr schön. Ah ja, cool, Moment. Concha Renibus Pfirsichfarben. Die kennen wir. Nur in dem Sektor, glaube ich, nicht. Das ist sehr schön, dass wir die Drohne kriegen. Was bist du? Kaktoida. Ja, eventuell sollte man dann doch nochmal da oben gucken. ist das jetzt das Ding? Es ist was Neues, oder? Gucken mal. Achso, ne, direkt vor Texta. So. Ja, oder? Ja, vor Texta Akkus, Smaragd. Ah, die haben wir aber schon in der Farbe auch. Ah, schade.
Naja, nehmen wir aber mit. Läuft wesentlich besser als beim letzten Mal. Okay, gut, hier gibt es auch wesentlich mehr. Oh, und dann ist hier im an dem Gasriese ist noch ein anderer Mond. Der 2C, der hat Schwefeldioxid-Atmosphäre und 4 Biosignale. Da bin ich mal echt gespannt, ob eventuell Dingens dabei ist. Ja, Stratum Tektonikas. Aber ich glaube eher nicht. Also durchaus sind es, glaube ich, zu viel Biosignale. So, Fotexa Akkus. Ach Gott, 7 Millionen, stimmt. Die nehmen wir gerne. Und dann ist noch irgendwie ein Mond mit 4 Biosignale hier irgendwo im System. Gucken wir mal. Ich sage, auf jeden Fall hier wollte ich mich halt austoben und bei dem Schwefeldioxidmond noch. So, warte mal, dann, da hinten war, glaube ich, irgendwie... Moment, was bist du? Ach, können wir hier schon hin? Das ist aber praktisch. Frotexa, da muss ich ja nie weit. Das war doch Frotexa, oder? Jawohl. Sehr schön. Codex andere haben wir schon. Codex andere haben wir hier. Genau, das andere auch. Wunderbar. So, und das andere war dann irgendwo. Ah, guck mal hier. Hier können wir landen. Hier. Also Frotexa Akkus nehme ich dann immer gerne. Das so viel Geld bringt, wie so schnell gescannt sind. Heidewitzka. Ah, genau, und zum weiteren Vorgehen. Ich habe mich entschieden, mir für jetzt nehme ich bei der Carrier. Also, wir sind so nah an Explorers Anchorage dran. Da geben wir wahrscheinlich die Daten dort ab. Nur vom Carrier haben wir sehr viel Geld momentan. Die Bioprobe, da macht es nichts. Da landet eh kein Anteil auf dem Carrier. Insofern würde ich sagen, Explorers Anchorage. Da nächster Stopp. Da kommt auch noch ein bisschen was dazu. Ist noch 6 Sprünge oder so. Ist auch nicht so viel. So, dann können wir direkt hier weitermachen. Genau, Explorers Anchorage. Wir gucken uns da ein bisschen an. Was gucken wir uns denn eigentlich an? Genau, das System halt. Wir gucken mal, was da für Carrier rumschwirre, was man da machen kann. War schon lang wieder. So, wir laufen mal kurz da hinten hin. Die könnte man eventuell schon wieder aufsammeln. Das ist ein bisschen zu nah, ja. Aber da hinten, das könnte klappen. Genau, dann, ja, wie gesagt, Sagittarius A. Und danach, gucken wir da außen auch. Danach geht es ein bisschen in den östlichen Bereich. Da müssen wir nur gucken, dass man nicht dorthin fliehen, wo der Michael schon war. Der ist nämlich auch da irgendwie rumgeguckt. Weil da finden wir da nämlich nichts mehr. Der hat da alles schon entdeckt. Genau. Naja, aber finden wir schon eine Gegend. Sollte nicht das Problem darstellen. Ne, das hat nicht gelangt. Dann ist da noch irgendwas.
Nee, leider nicht, leider nicht. Schade. Aber wir haben schon zwei Probe von Concha Renibus. 4,5 Millionen. Das ist auch was. Und die andere, da haben wir ja weitere gesehen. Das ist jetzt kein Problem. Und dahin, aber das war zu nah. Auch Frutexa. Nimm mal die. Nimm mal die. Also, wenn man irgendwo landen dürfe hier. Na, da war doch was. Ja, halt. Können wir noch ein Bildchen machen? Komm zu Papa. Ach, guck mal hier. Hier ist ein ganzer Haufen. Können wir noch ein Bild machen? So, die Probe haben wir auch im Sack. Wunderbar. Das war jetzt 3 Stück in Rekordzeit. Sehr schön. Genau, da müssen wir uns wahrscheinlich den Standortwechsel machen, nehme ich an. Eigentlich müsste man jetzt noch Annie offen haben. Da gucken wir, kommen wir hier. Da bei dem Gasriese sind wir. Da 7 Biosignale. Nein, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch eine ist offen. Da, das ist der andere Mond. Mit 4 Biosignale, Schwefeldioxid. Und hier hätte man noch Kohlendioxid mit 4. Gucke ich mal eventuell auch noch an. Mal zumindest mal gucken, was es alles gibt. So, ja, was ist nur noch offen? Oslo ist, glaube ich. Oh. Wäre cool, wenn man das noch finden könnte. Aber die verstecken sich auch manchmal ganz gut. Naja, hier, Endversuch wagen wir auf jeden Fall. Genau, und dann je nachdem, wie viel Zeit man noch hat. Ja, manchmal findet es sich ja auch recht schnell. Könnte man auch bei dem Schwefeldioxid-Mond vorbeigucken. Weil ich glaube aber nicht. Also irgendwie habe ich bis jetzt immer, oder es sagt mir meine letzte Erfahrung von den letzten paar Dingen, wenn Schwefeldioxid-Atmosphäre war und mehr als 2 Biosignale, und zwar Stratum dabei, da war es Kältetektonikas. Das ist irgendwie nur, wenn 2 Stück sind. Bakterien und. Obwohl, es kann aber das andere Stratum dann sind. Dieses, ach, keine Ahnung, wie es heißt. Aber hey, vielleicht ist sowas ganz anderes. Da konnte auch so ist, genau, ja, was so ist. Aber einfach mal gucken. Ja, das ist hier direkt neben dran. So, warte mal, wo könnte man dann. Dann würde ich sagen, wir peilen mal gerade die Gegend an. An dem, in der Nähe von dem Dunkle hier. Weil das sieht mal so ein bisschen hügeliger aus. Und das könnte für Osseus gar nicht so verkehrt sein. Ja, da können wir einfach so irgendwo rein. Genau. Ja, da können wir mal die Stunde anfangen. Ist auch gut. Ja, genau so. Wir müssen nur mal gucken, auf was man achten müsse, wenn man es findet.
Ja, Bakterien sind wir hier, aber die haben wir schon. So, viele Steine. Komische Steine. Kaktuida, Tussock. Oder sind das Steine wahrscheinlich, oder? Das wäre sehr seltsam, wo es so ist. Naja, das sind die Felsbrocke durch die halbe Hingelsteine. Gibt's so nicht. So, eigentlich ist das doch so Oberflächenmerkmale, wo man gut und gerne mal Osois findet. Immer nur die komischen Dinger tun. Furchtbar. Ist das doch Kaktuida? Ja. Wir überfliegen Bakterien, die ihre Kolonie gegründet haben. Noch Bakterien. Kaktuida. Tussock. Hilfe. Ich will einfach nur Osois. oder ist es das... Ah, das könnte das andere komische Zeug sind, das so eher in den Hänge ist oder so. Gibt's doch auch so komisches Osois. Moment, warum hab ich mich da verguckt? Da war das doch Kaktuida. Ja, ja, Kaktuida. Die Richtung. Bisschen gucken wir noch. Oh, 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 oh. Guck mal da. Ah, die Dinger wieder, okay. Osois Cornibus Grau. Genau, die haben wir auch schon mal. Naja. Egal. Jetzt wissen wir ja auf jeden Fall, was wir suchen müssen. Und das ist doch schon mal die halbe Miete. Vier Millionen, so viel Suche, wie so wenig Geld. Ja, weiter die Richtung, oder? Hier direkt auf Tussock gelandet. Eieiei. Ja, da können wir auch ein Bild von machen, was dokumentiert haben. So, das ist doch schon mal gut. Ach, oh, geil, guck mal. Oh, stark. Achso, das eine ist der Gasriesen, das andere ist der Mondmond. Ah, nicht schlecht.
Coole Sarah Parker. So, dann nur noch eins. Dann kriegen wir doch noch hin, oder? Ich hoffe, das war jetzt weit genug. Oh nee, 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 das war zu nah. Mist. Das war zu optimistisch. Definitiv weit genug. Yep. Gutes Gefühl, wo der Planet komplett abgegrast sahen. Das ging jetzt auch gut, dass du. Also. Kann man nichts sagen. Das war jetzt vier Probe in der Folge. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns aber noch schnell an, was es bei dem anderen Planet, beim anderen Mond so gibt überhaupt. Und zwar dieser hier. Okay, da müssen wir das ein bisschen weg, aber ist egal. Andere Richtung, aber das ist nicht so wild. Gucken wir erst mal, dass wir vom Planet wegkommen. Und hier können wir uns noch mal vergewissern, dass wir ja, alles aufgefüllt haben. Wunderbar. Sehr schön. 95 Millionen haben wir schon auf der hohen Kante. Ich doch noch ein bisschen anhalte und bis zu Explorers Anchorage. Da kommt ein bisschen was zusammen. Moment, ich lasse gerade mal die Route plane. Fünf Sprünge. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nein. 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 Das hier. Da wollen wir hin. Oh, 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 oh. Oh. Diese Richtung bitte. Ja, das dauert jetzt halt noch ein bisschen, bis wir hier so aus dem Einflussbereich vom Mond raus sind, aber so allzu lange dauert das hier nicht und dann können wir auf jeden Fall noch gucken, was es gibt. Bakterie, Stratum, Fusok. Was könnte es denn noch geben? Oso ist. Nee, glaube ich nicht, dass die Kombination ist. Da sind doch auch nochmal Konja dabei. Wäre natürlich auch interessant, Konja bei Schwefeldioxid. Hätte ich auch nichts gegeben. Naja, gleich wissen wir es.
der hat auch einen Mond. So, vier Sonde, dann zack und zack. Bakterien. Oh, oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich vermute ja nichts, die gehen wir mal ein bisschen überziehen, oder? Moment, ich muss. Dann mal sehr stark, egal, das kenne ich nur ja. Ich glaube ja nichts, die gehen wir mal überziehen und Rezept aussuchen, oder? Kann ich mir denn vorstellen. Hallo? Ja. Da hat er doch bestimmt nichts gegeben. Die müssen wir doch jetzt noch zumindest uns angucken. Hohoho. Da ist jetzt gar nicht damit gerechnet. Das ist ja cool. Eine seltsame Kombination mit so viel anderem. So, keine Ahnung. Ja, einfach einfach hier mit drin. Sieht schon was mal davon an. Ah, hoffe ich finde mal die noch. Ja, unruhiger Boden. Ich glaube, das kommt sogar dann hin. Für Rezeptor. Bakterien sieht man schon mal. Oh, da unten ist was, da unten ist was. Bist du? Aber bestimmt. Ja. Ja. Und vielleicht wäre damit Fahrwerk ruhiger. Nö. Ach, da können wir noch ein bisschen näher runter. Rezepta Umbrux Orange. Och, wie geil. Och, wo bist du? Komm zu Papa. Och. Millionen. Ah, egal, nimm mal. Haha, cool. Das doch freut mich aber. Das doch freut mich, dass wir das mal während der Folge gefunden haben. Da ist ein schönes Bild davon. So, und das ist doch mal ein würdiger Abschluss von der Folge, würde ich sagen. Geil. Oh ja, 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 ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt kann ich mich gerade um meine Katze kümmern, die steht da. Wir haben viel geschafft heute und ich mache den Planeten noch durch mit den Biosignalen, den anderen vielleicht auch. Und genau, ich glaube, ich kann euch schon mal ein schönes Wochenende wünschen, weil weit ist nämlich, wenn die Folge online kommt. Gehabt euch wohl und bye bye.